Willkommen zum nächsten Video. Heute stehen Hamstrings / Quads auf dem Plan. Und zwar machen wir 4 Übungen für die Hamstrings und eine Übung für die Quads. Warum? Wir haben vor 3-4 Tagen Quads trainiert. Ich habe einen massigen Muskelkater und der muss raus. Das heißt, viele Wiederholungen, kurze Pausen, viele Wiederholungen, kurze Pausen. Und das Ganze machen wir umgekehrt, sobald wir Quads trainieren, für die Hamstrings. Ich zeige euch, was ich meine. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Du willst endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken? Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Okay, unser Warm-up sieht wie folgt aus. Zuerst machen wir uns in Bewegung etwas warm. Wir bewegen alle Gelenke durch, übers Knie. Wir machen ein paar leichte Dehnübungen. Wichtig ist aber, wir dehnen uns nicht komplett aus. Ich will nicht die Spannung verlieren. Ich will nur einmal in jede Bewegung reingedehnt haben, sodass ich mich persönlich ein bisschen wohler fühle. Und zweitens machen wir eine Deadlift-Bewegung, um bei der Übung, bei der wir am meisten Gewicht bewegen, möglichst gut warm zu sein. Bedeutet, wir werden ein bisschen switchen, wir machen etwas Beincurlen, 20 Wiederholungen, ein bisschen dehnen und dann die Aktivierungsübung für die Deadlifts. Beim Warm-up geht es im Prinzip um zwei wichtige Dinge. Punkt Nummer 1, wir müssen Muskeln und Gelenke warm machen. Hier haben wir wieder den sitzenden Beinburger gewählt. Durch die Bewegung bekommen wir Synovialflüssigkeit ins Gelenk, also Gelenkschmiere. Punkt Nummer 2, habe ich ein unheimlich gutes Gefühl beim sitzenden Beinbeuger. Das heißt, wir transportieren Blut, Nährstoffe, Muscle-Mind-Connection. Wie gesagt, ich kann unheimlich gut kontrahieren in dieser Übung. Und wir haben die Gelenke geschützt, weil die Flüssigkeit ankommt. Punkt Nummer 2 geht es, wie gesagt, um neurologisch, um das Gehirn, was wir vorbereiten müssen. Sprich, wir haben jetzt die 20 Wiederholungen für Muskeln und Gelenke. Und unser richtiges Warm-up sind wie immer 10, 8, 6 Wiederholungen mit sofort steigendem Gewicht, um möglichst wenig Gesamtvolumen im Training zu generieren. Ich versuche es nochmal zu erklären. Im vorherigen Video bin ich darauf schon eingegangen. Wir versuchen, das Gesamtvolumen so weit zu kürzen wie nur irgend möglich, um die Gesamtkapazität von Erholung und Recovery aufrechtzuerhalten. Je mehr Volumen wir machen, desto mehr Recovery brauchen wir, weil wir aber hochfrequentiert trainieren, also alles unterteilt in 4 Tage, also ein 4er-Split, will ich sicher gehen, dass mein Körper das regenerieren kann. Ergo Intensität hoch und Volumen etwas nach unten. Ziemlich coole Nummer. Ich habe hier mich selbst als Kunde angelegt in meiner eigenen Coaching-App. Und hier habe ich jetzt das heutige Training drin. Hier sind Lying Leg Curls, Stiff Leg Deadlift und so weiter und so fort. Leg Press ist mit dabei. Das heißt, wenn ich wissen will, okay, wie muss ich denn Leg Press machen, habe ich hier direkt das Video mit dabei. Da kriege ich gezeigt, wie genau die Ausführung funktioniert. Ich kriege gezeigt, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen, wie viel Pause ich machen kann und so weiter und so fort. Das heißt, mein Handy erinnert mich, okay, noch 90 Sekunden, zurück mit dir ins Gerät, gib Gas. Mit motivierenden Sprüchen sind ziemlich coole Sache. Und das ist die App, mit der wir unsere Kunden betreuen. Das heißt, die bekommen genauso den Trainingsplan mit allen Videos, mit Ernährungsplänen, mit allem drum und dran. Wenn ihr das cool findet, euch das interessiert, unten in die Kommentare schreiben oder unten direkt Richtung Coaching klicken. Da gibt es dann alle Informationen. Die WhatsApp-Nummer findest du dort auch. Und jetzt hören wir mal auf zu labern. Wir trainieren jetzt mehr. Wir machen jetzt unser Warm-up und dann geht es in die Arbeitssätze. Let's go. Erste Übung wird sein Beinbeugen im Sitzen, wie wir uns gerade warm gemacht haben. Es bietet sich an. Und zwar, wir haben hier eine vorgedehnte Position. Und wie wir wissen, wächst der Hamstring, der Beinbeuger am besten, wenn wir in gedehnter Position Last auf den Muskel bringen. Wir werden uns jetzt da reinsetzen
und versuchen unseren Körper etwas nach vorne zu bringen, sodass wir die vorgestretchte Position maximal ausnutzen. Nach dem Warm-up habe ich jetzt ein Arbeitsgewicht gewählt, was etwas höher ist als letzte Woche. Das heißt, wir werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit direkt ins Failure ballern, und zwar mit Karacho im ersten Satz. Das Ganze, wie gesagt, für 3 Sätze. Insgesamt haben wir 4. Der erste Satz wird als Warm-up gezählt. 10 Reps, 8 Reps, 6 Reps ohne Pause, Gewicht steigern, bis wir beim höchsten Punkt sind, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben dadurch die neurologische Anpassung, das heißt, schweres Gewicht im Warm-up bereits bewegt. Das heißt, wir erschrecken uns jetzt nicht, wenn wir auf einmal Gewicht draufladen. Das Gewicht sollte sich bereits gewohnt anfühlen, und dadurch haben wir in der Regel eine bessere Mind-Muscle-Connection, wenn wir jetzt direkt zu den Arbeitssätzen gehen. Wieso trainieren wir in Failure? Das ist so, glaube ich, die Hauptgrundfrage. Und zwar in der Regel, wenn ein Satz 12 Wiederholungen lang dauert, sind die ersten 8 Wiederholungen leicht, gut umsetzbar. Die nächsten 4 Wiederholungen sind die, wo man anfängt zu wackeln, wo man nicht mehr stark ist. Und in den letzten 4 Wiederholungen, die nennen wir jetzt einfach mal Effective Reps, dort wird der meiste Wachstum generiert. Das ist quasi die Stelle, wo der Muskel eigentlich aufgibt und wir ihn aber dazu zwingen, überhalb des Plateaus zu arbeiten, also außerhalb der Komfortzone, wenn man so will. Und das werden wir jetzt wieder und wieder und wieder tun. Mein Ansatz des ganzen Trainings sind Full Range of Motion, also so lange wie möglich einen Weg zurücklegen für den Muskel, Punkt Nummer 2. Voll Stretch, weil wir im Stretch tendenziell mehr Muskeln aufbauen können als in der ganzen restlichen Bewegung. Und Punkt Nummer 3, wir versuchen, so oft wie möglich und so lange wie möglich im Effective Reps Bereich zu bleiben. Man könnte das Ganze noch auf die Spitze treiben, das kommt in den nächsten Wochen, dass wir die 8 Wiederholungen machen, die zu machen sind, um zu den Effective Reps zu kommen, und dann droppen wir das Gewicht und bleiben in den Effective Reps und machen nochmal 3-4 mehr. Drop das Gewicht nochmal 3-4 mehr. Das heißt, später werden es nicht 8-4 Wiederholungen sein, sondern 8-12. Das wird dann extrem hart, wenn wir von Drop zu Drop zu Drop ins Failure, ins Failure, ins Failure gehen. Das müssen wir erst recovern lernen. Beziehungsweise wir brauchen entsprechende Medikamente, um das zu recovern. Das Essen muss hoch, der Schlaf muss besser werden. Das geht aber alles einher innerhalb der Offseason. Das heißt, wir werden jede Woche, jede andere Woche etwas am Plan verändern, ob das mehr Essen ist, mehr Schlaf, mehr Recovery-Maßnahmen, mehr Stoff, was auch immer. Vor allem aber geht die Intensität und das Trainingsvolumen über Dauer nach oben. Okay, Übung Nummer 2, primäre Übung, und zwar Stiff Leg Deadlift. Wir haben mehrere Möglichkeiten, wir können es am Gerät machen, eine Kurzhantel machen, eine Freihantel machen. Ich habe mich hier heute für die Smith Maschine entschieden. Ich will Stabilität, ich will versuchen, meine Beine so gestreckt wie irgend möglich zu lassen. Und da brauche ich einfach etwas Stabilität vom Gerät. Ich will mich nicht verletzen. Das ist mir jetzt 3-mal fast passiert, dass ich mir den Beinbeuger abgerissen habe. Bei Kurzhantel, frei, Stiff Leg Deadlift. Und hier in der Smith Machine habe ich einfach ein bisschen mehr Stabilität. Kann mich ein bisschen besser auf die Ausführung konzentrieren. Vor allem, wenn wir im Bereich in Richtung Failure gehen, werden die Beine wackeln, zittern. Das heißt, es ist nicht vorteilhaft bei so einer Übung, wenig Sicherheit bzw. keine Sicherheit zu haben. Jetzt mich zu verletzen, wäre fatal. Das würde meine Aufbauphase quasi direkt beenden. Nichtsdestotrotz versuchen wir, so intensiv wie möglich zu trainieren, so schwer wie nötig. Das heißt, wir versuchen nicht unnötig viel Gewicht rumzubewegen, sondern konzentrieren uns mehr darauf, den nötigen Stimulus zu kreieren, um Muskeln aufzubauen. Wir sind letzten Endes keine Powerlifter, sondern Bodybuilder. Wir müssen also nur stark aussehen, es aber nicht sein. Zum Thema Intra. Ich habe hier wieder 30 Gramm Kohlenhydrate drin, 30 Gramm Essential Amino Acids, alle Mineralstoffe, die ich brauche, inklusive Salz. Nochmal, es sind keine Peak-Produkte zum aktuellen Zeitpunkt. Die bekomme ich leider erst in 3 Wochen, wenn ich in Dubai bin. Hier in Mexiko habe ich leider noch keine zur Verfügung. Also muss ich 8 oder 9 verschiedene Supplements kaufen, sie zusammenmischen, um annähernd an Epic Intra zu kommen. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr ein tolles Intra-Produkt haben wollt, ohne euch das aufschwatzen zu wollen, aber im Epic Intra ist alles drin, was ich für mein Training benutzen würde. Elektrolyte, Aminosäuren, Kohlenhydrate, verschiedene Sorten von Kohlenhydraten. Das heißt, unbedingt mal einen Blick drauf werfen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung, pi.ag. Da könnt ihr euch mal Epic Intra angucken, ist ein tolles Produkt. Ein weiteres Essential, dann hören wir auf mit der Werbung hier. Die Ultra Grips von Climax.
Ich kann es nicht haben, wenn ich ständig diese alten Zughilfen wickeln muss. Die Dinger sind der Wahnsinn, die Ultra Grips. Es ist ein Gummipad, es wird einmal drum geschlagen, bombensicherer Halt. Das heißt, der limitierende Faktor ist nicht mehr die Hand, wenn die aufgeht, sondern tatsächlich entweder der untere Rücken oder meine Hamstrings und Glutes. Das ist das Ziel. Ich will nicht meine Unterarme trainieren, ich will Beinrückseite trainieren. Deswegen Bottleneck bzw. der limitierende Faktor hiermit ausgeschlossen. Der nächste ist der Waist Trainer. Der hält meinen Rücken, meine Mittelpartie schön stabil. Das heißt, in der Regel haben wir volle Last auf den Hamstrings und da gehört es hin. Ihr wisst, ich habe eine neue Angewohnheit. Bevor das Training richtig losgeht und wir gehen jetzt ans Eingemachte, nehme ich mir eine Minute Zeit und überlege mir ganz genau, warum ich das heute mache. Wie dankbar ich sein kann, dass ich heute alles tun kann, was auch immer ich tun will. Ich kann heute ein geiles Training haben, ich habe alle meine Mahlzeiten, mir geht es nicht schlecht, ich bin gesund, ich bin in einem wirklich schönen Land, ich habe ein tolles Fitnessstudio, ich habe nette Menschen um mich herum. Ich weiß, wo ich in den nächsten Jahren hin will. Ich weiß, was dafür nötig ist. Und genau jetzt, genau heute ist dieser Moment gekommen, wo ich unter Beweis stellen muss, wie sehr ich das will. Wie tief kann ich in den Schmerz trainieren? Wie intensiv kann ich mein Training gestalten? Und was tut mehr weh? Zu wissen, man hat nicht alles getan. Und zu wissen, man wird vielleicht dort nie ankommen, wo man hin will, weil man nicht alles gegeben hat. Oder ziehe ich den Scheiß durch? Gehe ich durch den Schmerz, so tief wie es möglich ist, um dann das beste Ergebnis zu bekommen? Darum geht's. Für mich auch etwas neu. In der Regel sind meine Beine leicht gebeugt, also es tendiert eher so in die Richtung Deadlift. Ab heute bzw. seit dem letzten Training versuche ich mich viel mehr darauf zu konzentrieren, dass die Beine komplett gestreckt bleiben. Mein Genick geht nach hinten. Ich versuche meinen Rücken etwas ins Hohlkreuz zu schieben. Somit habe ich quasi noch mehr Dehnung am niedrigsten Punkt. Das schränkt natürlich die gesamte Range of Motion ein. Aber es geht hier nicht um die Gesamtrange of Motion, denn dann würde ich einfach meinen Rücken rund machen und würde das Gewicht auf den Boden ablegen. Es geht darum, die maximale Range of Motion für die Hamstrings zu generieren. Und sobald ich merke, die Spannung geht verloren, mein Rücken wird rund, meine Schulterblätter kippen nach vorne, dann komme ich zwar tiefer mit der Stange, aber nicht tiefer in den Stretch. Und es geht hier um den Stretch vor allem. Und das ist jetzt das Allerwichtigste bei der Übung. Die exzentrische, sprich die negative Phase nach unten, wird extrem langsam gemacht. Vor allem die Hamstrings sind dafür bekannt, dass sie in der negativen und in der gedehnten Position unheimlich großen Hypertrophie-Output geben. Sprich, auf gut Deutsch, wenn wir das Gewicht langsam ablassen, bauen wir deutlich mehr Muskeln auf, als wenn wir das Gewicht schnell ablassen und langsam heben. Ihr wisst, was ich meine? Das heißt, explosiv nach oben, in die Kontraktion, langsam ablassen, eine Sekunde im Stretch bleiben und dann wieder hoch. Das Ganze machen wir so lange, bis wir das Gewicht nahezu nicht mehr heben können.
Wir gehen hier nicht bis ins komplette Failure. Wir lassen ungefähr so eine Reps in Reserve, eine Wiederholung übrig, vielleicht eine halbe, so dass wir das Gewicht einmal noch sauber nach oben heben können. Mir ist die Gefahr hier zu groß, dass wenn ich merke, okay, ich schaffe das Gewicht nicht mehr, dass ich einmal versuche, das Gewicht mit einem Ruck nach oben zu heben. Das ist fatal. In der gedehnten Position mit Gewicht, einem vorbelasteten Beinbeuger, explosive Bewegungen zu machen, ist das Dümmste, was man machen kann. Das heißt bitte auch an euch, wenn ihr die Übung macht, langsam, kontrolliert, dann habt ihr deutlich mehr Output davon, als wenn ihr mehr Gewicht benutzt und es schnell und nicht sauber macht. Ganz wichtig. Kleiner Tipp, wenn ihr merkt im Training, euch wird schwindelig, ihr müsst häufig gähnen, euch wird schlecht, ihr müsst euch übergeben oder ihr seid sogar bewusstlos geworden, dann hat es meistens was mit dem Nervensystem zu tun. Gerade bei Übungen wie Kreuzheben, Kniebeugen, was auch immer, kann es sein, dass das Nervensystem überstimuliert ist. Das erste Zeichen für, Digga, mach mal langsam. Wenn man sich dann übergeben hat, kann man noch weiter trainieren. So die nächste Stufe ist dann, dass man bewusstlos wird. Aber ich würde sagen, bevor man sich erbricht, gibt es einen Trick, und zwar Augen zumachen, Kopfhörer auf, keine Musik. Das heißt, alle Signale von außen irgendwie ausblenden. Keine Geräusche, keine Gespräche, keine Musik, kein Licht, keine hektischen, intensiven Gedanken. Augen zu, Füße hoch, nichts sagen. Das kann 2 bis 5 Minuten dauern. Wenn es einem dann ein bisschen besser geht, kann man das Training isoliert beenden. Ich würde euch nicht raten, weiterhin Kniebeugen zu ballern wie verrückt, weil dann werdet ihr euch übergeben. Das ist akut nicht das Problem. Ich habe hier auch den Mülleimer, falls ich kotzen muss. Das Training geht dann weiter. Das kann mal passieren, dass man sich übergeben muss, aber es ist nicht das Ziel. Ich versuche jetzt an der Stelle auf das Signal zu hören, was in meinen Körper schickt. Und zwar, dass die neurologische Belastung im Gehirn, also die Belastung über das Nervensystem, höher ist als die im Muskel. Weil mein Muskel kann auch trainieren, mein Gehirn fängt aber schon an zu sagen, Digga, mach jetzt locker, sonst schalten wir ab. Das heißt, ich muss etwas mein Training verändern und anpassen, oder ich muss dafür sorgen, dass mein neurologisches System sich besser und schneller, intensiver adaptiert, sodass ich Kniebeugen, Deadlifts, den ganzen Kram machen kann, ohne dass ich direkt die Biege machen muss. Vorletzte Übung für die Hams. Lying Leg Curl. Und das hier enorm wichtig. Wir versuchen, das Becken auf dem Polster zu lassen. Das heißt, aktiv versuchen wir, unser Becken nach unten zu drücken und den Oberkörper leicht anzuheben. Ich sag zu den Leuten, zu den Personal Trainings, zu den Kunden immer, verlässt der Pimmel das Polster, machst du die Übung falsch. Das heißt, sobald wir unsere Hüfte nach unten pressen, verlängern wir die Range of Motion für die Hamstrings. Bedeutet im umgekehrten Sinne, wenn wir die Hüfte anheben, also den Po nach oben strecken, verkürzen wir den Weg der Hamstrings. Klar, damit sind wir stärker, aber es lastet weniger Gewicht auf den Hamstrings, sondern mehr Gewicht in Richtung Hüfte bzw. Hüftbeuge. Das heißt, weniger Gewicht, kontrolliertere Ausführung, und das ist das, worum es eigentlich geht. Wir versuchen, so viel Last auf den Muskel zu bringen, der wachsen soll, und nicht passive Strukturen aktivieren. Hauptsache, wir bewegen mehr Gewicht. Nochmal, wir sind keine Powerlifter. Wir versuchen, Muskulatur optisch aufzubauen und nicht so viel oder so kräftig wie nur möglich zu werden. Das ist eine andere Sportart. Hier machen wir jetzt auch unseren Warm-up 10-8-6. An der Stelle bin ich hier schon gescheitert bei 95 Pfund. Also meine Hamstrings sind schon ziemlich gesmoked. Ich habe gemerkt, noch 2 Wiederholungen schaffe ich. Hab's dann sein lassen. Das war dann Wiederholungsmaximum. Ich erhole mich jetzt kurz eine Minute und dann versuche ich, das Gewicht 8 bis 10 Mal sauber zu bewegen für ganze 3 Sätze. Und dann kommen wir zur letzten Übung. Aber heute, ich kann euch sagen, ich hätte gestern etwas früher ins Bett gehen sollen. Wir können ja jetzt hier über dieses ganze Off-Season-Thema sprechen. Ich war gestern irgendwann um kurz nach 1 im Bett und bin kurz vor 7 aufgestanden,
und 6 Stunden reichen definitiv nicht. Ich habe in meinem eigenen Plan drinstehen, 7 bis 9 Stunden. Gestern war noch ein bisschen busy, wir haben Videos geschnitten, ich habe die erste Episode fertig geschnitten. Es hat ein bisschen länger gedauert, nichtsdestotrotz, es ist meine Verantwortung, es ist meine Schuld, nicht die Schuld des Videos, nicht die Schuld von YouTube, es ist meine eigene Verantwortung, alle Punkte bestmöglich umzusetzen. Das gilt für mich, das gilt für meine Kunden, das gilt für jeden Menschen auf der Welt und ich muss jetzt mit den Konsequenzen büßen, ich muss sie tragen, indem ich heute nicht so stark bin, mein Nervensystem nicht ausgeruht ist, ich eventuell weniger Stimulus in die Muskulatur bringen kann, weniger Muskelwachstum generiere und so weiter und so fort. Eins ergibt das andere. Und am Ende des Tages, am Ende des Jahres, wenn ich auf der Bühne stehe, werde ich sagen, ey, vor 8 Monaten hättest du doch mal gescheit geschlafen. Dann hättest du vielleicht 0,1 Zentimeter mehr Hamstring. Das hört sich übertrieben an, Leute. Nicht falsch verstehen. Aber am Ende des Tages ist es die Summe der Dinge, die wir nicht getan haben, die uns davon abhalten, unser bestes Produkt, unser bestes Ergebnis zu bringen. Das heißt, ich versuche jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde alles zu geben, was ich habe, um das bestmögliche Ergebnis zu generieren. Darum geht's in allem, im Leben, im Job, in Beziehungen, im Sport, überall. Zu jeder Zeit das Bestmögliche rausholen. Das heißt, heute machen wir unser Training so intensiv, so gut es geht, bewegen unseren verdammten Körper nach Hause, essen und ruhen aus, sodass wir morgen wieder fit und fresh sind. Okay, letzte Übung für die Hamstrings heute. Hyper Extension oder Hyper Extension. Das bedeutet im Prinzip aktivieren wir unseren Rücken gar nicht. Wir versuchen die komplette Kontraktion über Hamstrings und Glutes zu generieren. Der Po-Muskel, der Gluteusmuskel setzt am unteren Rücken an. Das heißt, wir haben die Möglichkeit durch die Kontraktion in den Po-Muskeln unseren Oberkörper leicht anzuheben. Ohne den Rücken mitzustrecken, sondern der Rücken bleibt eigentlich rund und wir pressen das Becken gegen das Polster, sodass sich der Oberkörper hebt, wir aber den Rücken dafür gar nicht aktivieren müssen. Wenn man die Übung richtig ausführt, platzt dir der Arsch. Unglaublich geile Übung. Wir machen das in einem Supersatz. Wir nehmen zuerst Zusatzgewichte, Kurzhanteln und von dort aus machen wir so viele Reps, bis wir nicht mehr können, lassen das Gewicht droppen und beenden die Übung. Ich kann auch hier schon vorweg sagen, das habe ich im allerersten Video erklärt, wo wir über die Offseason sprechen, dass es eine Übung ist, wo ich nur selten ans Muskelversagen komme, sondern vorher die Übung abbrechen muss, weil der Schmerz so stark ist, dass es sich anfühlt, als wenn mir der Muskel wegätzt. Also es ist kein Brennen mehr, es ist unerträglich schmerzhaft. Das ist eine Mischung aus Dehnen, brennendem Schmerz, Pump. Es ist so hart. Ich versuche trotzdem so viele Wiederholungen korrekt und sauber zu machen wie möglich. Wir gehen ganz tief in den Stretch, darum geht es in der Übung. So weit nach oben in die Kontraktion, aber nicht so weit, dass wir den Rücken aktivieren müssen, sondern ausschließlich die Glutes und die Hamstrings. Unheimlich interessanter Moment gerade. Ich bin unheimlich erschöpft vom Kopf. Schlaf war schlecht. Erholung war schlecht. Das Kreuzheben war heute anders. Es hat mich deutlich stärker belastet als gedacht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo sich Gewinner immer von Verlierern unterscheiden. Ich könnte jetzt einen Gang zurückschalten,
das Ding für heute abhaken, zu mir sagen, okay, nächstes Mal wird besser. Oder ich nehme den harten Weg, ich büße für meine Fehler, dass ich nicht richtig geschlafen habe. Das ist nämlich meine eigene Verantwortung. Ich habe verkackt, Leute, ich selber. Ich sage zu meinen Kunden, naja, wenn du Scheiße baust, dann darfst du deine Scheiße auch alleine auslöffeln. Lass es dir schmecken. Und genau dasselbe mache ich heute auch. Wir werden jetzt hier Hamstrings beenden und dann müssen wir in die Beinpresse. Das wird die letzte Übung für heute. Und zwar 5 Sätze, 20 Wiederholungen. So hart wie möglich, so kurz wie möglich und dann raus. Wir werden jetzt durch die Hölle gehen. Das wird unglaublich schmerzhaft. Wir versuchen jetzt bei den Quads keinen Stimulus zu kreieren, sondern nur maximalen Blutfluss. Maximaler Blutfluss funktioniert, indem wir so kurze Pausen wie möglich machen, so viele Wiederholungen in möglichst kurzer Zeit und durch die Säure, die sich aufbaut, das, was so arg weh tut, das sorgt dafür, dass wir ein Signal ins Gehirn bekommen, um Blut in dieses Gewebe zu schicken, um die Säure abzutransportieren. So entsteht Pump. Wir verbrauchen Energie, wir verbrauchen Sauerstoff, wir verbrauchen Glukose. Dadurch entsteht Säure, Laktat, Milchsäure. Die wird abtransportiert durch Blut in die Lunge und von der Lunge wird sie ausgeatmet. So ist der Kreislauf. Das heißt, wir müssen jetzt so viel Säure wie möglich produzieren, um so viel Blut wie möglich in die entsprechende Muskulatur zu transportieren, um den Muskelkater und die Recovery zu erhöhen und verbessern. Also Muskelkater reduzieren und Recovery verbessern. Wir haben ERAs getrunken, wir haben Kohlenhydrate im System, Elektrolyte und das schicken wir jetzt alles mit in die Quads. Die Hamstrings sind voll, jetzt machen wir die Quads voll und dann gehen wir raus, essen Kohlenhydrate, pushen Insulin nach oben, pushen Proteine in das Gewebe und dann gehen wir nach Hause, essen und versuchen zu chillen. Das ist der perfekte Kreislauf. Letzte Übung, Beinpresse. Und jetzt müssen wir 5 Sätze mit 20 Wiederholungen machen und so viel Säure kriegen wie möglich. Und das machen wir, indem wir konstante Spannung behalten. Das heißt, oben gibt es kein Lockout, unten gibt es keine Pause. Es wird die ganze Zeit Papa, 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 Pause raus, rein, Papa, 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 Pause raus, rein, zack, 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 zack. 100 Reps, bis sich die Balken biegen und dann geht es direkt ab raus in die Umkleide, Rice Cakes und Protein rein. Wir werden jetzt so einen massiven Pump kriegen, dass wir danach nicht mehr gerade laufen können. Und das ist nochmal ein kleiner Hinweis für euch. Wenn ihr gerade aus dem Gym rauslaufen könnt nach dem Beintraining, habt ihr keine Beine trainiert. Ihr müsst humpeln, ihr müsst aussehen, als wärt ihr körperlich behindert. Und wenn das der Fall ist, dann habt ihr richtig Beine trainiert. Ihr könnt faktisch nicht mehr korrekt laufen, wenn ihr ans Failure trainiert habt. Der Muskel ist so überlastet, dass ihr keine runden Schritte mehr gehen könnt. Das muss Fakt sein. Okay. Noch ein letztes Mal Gedanken sammeln, die Box der Pandora öffnen und alles geben, was wir haben. Alles raus. Nichts bleibt übrig. Jede scheiß Wiederholung wird jetzt gemacht. Wir gehen jetzt durch die Hölle und zurück. Ah!
Verdammte Scheiße. Ich will jetzt irgendwie meinen Körper versuchen, die Treppen runterzuschleppen. Ich setze mich auf die Couch und dann war's das. Eine Sache noch. Ich glaube nicht, dass man jedes Mal einen Muskel so dermaßen zerstören muss. Es gibt aber zwei Gründe dafür, wieso ich das jetzt gerade mache oder ich das Gefühl habe, es tun zu müssen. Punkt Nummer eins. Ich war jetzt eine lange Zeit in der Recovery-Phase. Das heißt, meine Muskulatur hat sich etwas an die Ruhe gewöhnt. Und wenn wir jetzt massig Stimulus ballern, bauen wir in der Regel schneller, intensiver Muskeln auf. Wenn wir das eine ganze lange Zeit so machen, dass wir ständig High Intensity trainieren, wird sich der Körper auch daran gewöhnen. Das heißt, von Dauer zu Dauer werden wir immer eine Schippe drauflegen müssen. Wir können nicht mit 500 Kilo Kniebeugen machen. Wir können irgendwann nicht mehr als Failure trainieren. Dann ist es an der Zeit, eine kleine Trainingspause einzulegen, den Körper wieder etwas an Ruhe zu gewöhnen und quasi die Leiter von vorne zu besteigen. Also ein Set to Failure in Woche 1, zwei Failures jetzt in Woche 2, drei Failure in Woche 3 und so weiter. Wenn wir irgendwo bei Woche 10 sind und 10 Sätze ins Failure haben, glaube ich nicht, dass es klug oder sinnvoll ist, das Ganze bis auf 20, 30 Sets Failure zu treiben, sondern ich glaube eher an eine Art Deloading, das heißt Intensität raus, eine Woche, vielleicht sogar zwei, den Körper an weniger Belastung zurückgewöhnen und dann wieder von vorne anfangen. Selbes Thema mit Progression. Man kann nicht unendlich stärker werden. Progression bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir mehr Gewicht bewegen müssen. Progression kann auch qualitativ sein. Nicht nur quantitativ in Form von Gewichten. Qualitativ im Sinne von eine bessere Ausführung, langsamere Wiederholungen, mehr Range of Motion, mehr Stretch, kürzere Pausen. Das sind Dinge, die kann man über Dauer in sein Training mit einbauen. Ständig das Gewicht zu erhöhen, ist zwar die einfachste und berechenbarste Methode, dennoch glaube ich nicht, vor allem nicht für Bodybuilder, dass quantitativer Progress über Dauer der Schlüssel zum Erfolg ist. Ich glaube, das ist eher die Kombination aus allen verschiedenen Aspekten. Mehr Gewicht overtime, bessere Form overtime, mehr Range of Motion, besserer Stretch, kürzere Pausen, intensivere Workouts. Das alles in Kombination macht ein geiles Training. Natürlich einhergehend mit Schlaf, Recovery, Essen und so weiter. Ich wiederhole mich. Leute, das war's jetzt mit dem Hamstring Workout. Erstmal an der Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Wir gehen gleich nochmal gemeinsam runter und essen Post-Workout. Aber ich bin jetzt erstmal raus und versuche irgendwie aus dem Fitnessstudio rauszukommen. Töte mich, Alter. Geht. Ich hätte heute Nacht mehr schlafen sollen. Ich bin zu spät ins Bett. Brauchst du Wasser? Ja. Irgendwo habe ich's. Hier habe ich's. Jawohl. Leute, wenn ich schon mal einen Tipp äußern darf bezüglich Whey und Peak. Whey Selection Peanut Chocolate Chip
Endless. Ultra geil. Delicious Way. Gibt es Peanut Hazel Dream, habe ich im letzten Video schon gesagt. Das ist ziemlich sexy. Und es gibt Coco Schoko. Das ist Bounty, Schatz. Bald gibt es Bounty-Eiweiß. Hatten wir nicht auch mal Butterkeks oder so? Butterkeks? Nee, Schatz, das war gar nicht los. Ja, kommst du durcheinander mit meinen ganzen Sponsoren, die ständig wechseln, ne? Ja, wenn du so oft wechselst. Ich wechsle meine Sponsoren häufiger als meine Unterwäsche. Meine Unterwäsche hält nämlich locker mal 6-7 Monate. Nein, Spaß beiseite. Es gibt allerdings Schoko Biscuit. Das ist Schoko Butterkeks, das ist ziemlich geil. Aber Leute, Riesenempfehlung. Peanut Chocolate Chip, Schoko Coco und Peanut Hazel. Peanut Hazel Dream, not Peanut Dream, wie auch immer es heißt. Delicious Way. Ihr wisst, Code Mike, ich höre jetzt auf zu labern. Mich gibt es jetzt ganze 8 Reiswaffeln und 50 Gramm Whey. Und in circa 20, 30 Minuten, wenn wir nach Hause gelaufen sind, gibt es dann eine Mahlzeit. Ich habe nicht gekotzt übrigens. Ziemlich geil. Aber ich war schon kurz davor. Es gibt so eine kleine Kuscheleinheit. Das ist Privatsphäre. Tschüss.